Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und hatten, ja, wir hatten den ersten Bosskampf besiegt, ne? Das ist jetzt schon wieder eine Woche her, Leute. Und ja, wir hatten ja hier schon mal in den Wagen geguckt, ne? Da war ja hier einiges drin, was wir mitnehmen könnten. Und ich glaube, ich wollte beim letzten Mal, wenn ich mich nicht erinnere, hier in der P-Energie was aufleveln. So, was machen wir denn hier? Können wir uns Plasma leisten, Freunde? Nein, können wir nicht. Schade. Nekrosis aber? Nekrosis können wir uns leisten. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, nehmen wir uns das mal. Das ist nämlich dieser Debuff, Leute. Und ja, ich spiele das Ganze jetzt eine Woche danach. Und war mich jetzt hier am Vorbereiten. Genau, wir wollten uns ja hier auf die Wüste vorbereiten. Und ja, das müssen wir gleich in die Waffenkammer. Und einen Moment, ich mache nochmal ganz kurz hier meine Uhr an. So, ja, wir wollten in die Waffenkammer. Dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal rein. Genau, wir haben jetzt so, in der letzten Mission haben wir ja ein bisschen Kohle gekriegt. Und die wollen wir mal ausgeben. So, hey, ja, willkommen im Laffenladen. Willst du was kaufen? Jawohl. Ich will mir nämlich... Boah, wir haben 4000 WPs, Freunde. Das ist richtig gut. Ich will mir nämlich hier eine Waffe kaufen. Und zwar eigentlich bin ich eher der Shotgun-Typ für den ersten Bereich, ganz ehrlich. Und wir haben jetzt hier diese Rifle, ne? Die haben wir uns ja schon angeguckt, die Waffen, beim ersten Part. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt mal hier die Schrotflinte mit. So. Dann brauchen wir dafür natürlich noch Munition, ne, ist klar. So ein paar Buckshots. So, dann würde ich sagen, kaufe ich mir mal 200 Stück. So, mehr kann ich eh nicht, glaube ich, ne? Ja, mehr kann ich eh nicht, okay. Und hier ist halt die Rifle-Munition und das hier Batterien-Kerosin. Das ist, wenn man so ein Attachment an der MG hat, dass das dann quasi sich kostenlos auflädt. Gut, Leute, Schutzkleidung, können wir da was machen? Tatsächlich, wir können hier diese Schildkrötenweste kaufen. Was hat's denn mit der auf sich? So Anti-Starre, MP-Regeneration. Aber das haben wir doch jetzt auch. Was ist denn daran so besonders? Naja, Spezialblattrommel unter der Kleidung, Attachments 3. Wie viel haben wir denn momentan? In der Wüste brauchst du Wasser. Sonst wirst du zu Trockenfutter für die Monster. Ja, danke. Danke für deine Anteilnahme. Oh Mann, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt die Sturmjacke, ne? Ah, 5 Attachments ist eigentlich besser. Anti-Gift. Das ist eigentlich besser, Leute. Wenig Schutz, aber viele Taschen. Nützlich für Wüsteneinsätze, ja. Okay. Ich würde mal sagen, ich rüste mal schon mal hier die Pumpgun aus. Nö, ich glaube, dann haben wir jetzt auch alles. Hast du noch was Neues für mich? Hey, ah ja. Ja. Willst du was kaufen? Ja, bitte. Haben wir hier noch was unter Sonstiges? Ja, das Mies. Ja, das habe ich jetzt nicht gebraucht, ne? Pepperspray. Nee, ich glaube, dann sind wir hier fertig. Ich glaube, die Weste, die werde ich mir nicht kaufen. Ich werde hier auf diese Kampfrüstung sparen, Leute. Die sieht richtig gut aus. Antisturmheit, Hochleistungsradar. Genau. LHP, Tempi, alles klar. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wie gefallen dir die BP-Kontaktlinsen? Sind ganz okay. Pass auf, wenn du sie reinigst. Die Kosten pro Schock sind 6000 Dollar. Was? Heilige Scheiße, Leute. Das sind teure Kontaktlinsen. Okay, gut. Dann habe ich beim letzten Mal festgestellt, ich hatte hier gar nicht das GPS drin gehabt, eine Zeit lang. Also in den letzten Parts. Und das sollte ich immer drin haben, weil dann sehe ich nämlich die Gegner oben rechts. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen. Ja, die Pumpgun hier. Die Pumpgun hier, schaut mal. Zack. So, da ist die Pumpgun. Und ja, ich glaube, dann haben wir das jetzt hier. Dann würde ich mal sagen, fahren wir mal in die Wüste. Kannst du losgehen? Jupp. Okay, bin bereit.
Ich mach das Tor auf. Steig jetzt ein. Gut, Freunde. Cutscene. Und daraufhin einen Schluck Kaffee. Jawohl. So, Leute. Hallo? Spiel? Verdammt, Leute, mein Spiel ist irgendwie weg. Was soll das denn? Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Eine Sekunde, ich mache mal ganz... So, Freunde, ja, da bin ich wieder. Und, ja, meine Güte, das war jetzt aber auch eine Arbeit, du. So, wir fahren in die Mojave-Wüste. Welcome to Dryfield, alles klar. Ich finde die Mucke hier so geil. Schön lässig hier. Ah ja. Genau. Ja. Das sieht ja nicht sehr einladend hier aus, ne? Jack Cactus, okay. Puh, ran an die Arbeit. Wen soll ich hier verhören? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Ah ja. Allerdings, Freunde, muss ich euch jetzt erstmal was erzählen. Also ich habe gerade ungelogen 2 Stunden dran rumgeoxt hier, dass ich über diese Stelle kam. Da gibt es irgendwie so einen bekannten Bug bei dem Spiel. Und ja. Ich habe es hingekriegt, indem ich die Datei modifiziert habe, also das Image. Und was machst du denn? Was machst du denn? Warum? Aha, okay. Ich habe die das Image modifiziert und deshalb musste ich jetzt alles nochmal nachspielen, weil mein Speicherplatz weg war. Und ich sehe gerade hier, wir müssen uns jetzt wieder komplett neu vorbereiten. So, ich hatte ja beim letzten Mal hier die Bugschutz mitgenommen. Es tut mir leid, ich muss noch ganz kurz hier Item-Management machen. So, wir haben jetzt hier den Kofferraum. Ich lege alles, was ich nicht brauche, hier ab. Genau. Hatten wir den Kofferraum mit der Ringerlösung, ne? Wie ich beim letzten Mal schon vorgestellt habe. Ich drücke zu schnell. So, was nehmen wir denn mit und was nicht? Den Tonfahrstab brauche ich nicht. Die Sturmjacke, GPS, meine Schrotflinte mit Munition und meine normale Waffe mit Munition. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, nehme ich noch mal einmal Proteinkapseln mit. Ringerlösung werde ich, glaube ich, nicht brauchen. Und das war's dann im Endeffekt auch schon. Ne? Die Zusatztassen werde ich mir aufsparen für die Weste, die ich mir im späteren Verlauf noch kaufen werde, Freunde. Und ansonsten MP-Wasser kann ich gebrauchen vielleicht. Und kommen noch mal 2 Medizin. Okay. Gut, wie gesagt, ich habe es endlich zum Laufen gekriegt, Freunde. Das war eine Heichenarbeit, wirklich. Aber wir sind jetzt da. Und ein Haufen alter Reifen, Freunde. Wir sind in der Mojave-Wüste. Und wir sollen jetzt mal hier umschauen. Und nach dem Rechten sehen. Zapfsäulen. Ich brauche nicht zu tanken. Zuerst die Arbeit. Ich hab noch Benzin in meinem Auto. Okay, alles klar, ja. Ich verstehe schon. Gut. Kann man hier irgendwie raus oder so auf die Straße? Nö, kann man nicht, okay. So, was haben wir denn da? Da ist so ein Fenster, ne? Es ist zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Oh. Da ist jemand. Okay. Er starrt mich an. Bitte was? Nichts zu sehen. Hab mich wohl geirrt. Drinnen ist es dunkel. Krass, die hat also, sie hat so ein paar Halluzinationen hier. Okay, sehr interessant. Leere Dosen und Flaschen. Recycle-Müll. Eine Mülltonne. Ich finde das so geil, wie sie beim zweiten Mal klicken immer das zusammenfasst. So, Leute. Telefon. 75 Cent, ob es funktioniert. Jetzt müsste ich eigentlich einen Speicherpunkt haben. So. Sie sind also da. Sammeln Sie Informationen. Und passen Sie auf. Die Bevölkerung weiß nichts von unserer Existenz. Das wäre alles. Ja.
Ja, ich glaube nicht, dass hier jemand ist, ganz ehrlich. Nee, schon wieder. Neue Datei. Der macht ums Verrecken keine Speicherdatei. Ich weiß nicht warum. Aber das ist... Ja, das ist egal. So, okay. Ich glaube, das könnte nochmal interessant werden, wenn wir die zweite CD einlegen. Ja, dieses Spiel ist ein 2-CD-Teiler. Und ja. Gucken wir hier rein. Gemischtwarenhandel Jack Cactus. Abgesperrt. Okay. Alles klar, da geht nix. Gut. Was haben wir hier? Nix. Gut. Dann gehen wir mal hier rein, Leute. Jetzt wird's interessant. Weil, schaut mal. Ja, genau, Leute. Die Gegner hier, die sind so witzig. So, bei denen muss man eigentlich nur ausweichen. Schaut mal. Bei denen muss man eigentlich nur ausweichen. So, und ich habe jetzt mal die Pumpgun hier rausgeholt. Und die Pumpgun, die hat nämlich nur 3 Schuss. Aber die haut ordentlich rein, Leute. Gut, dann weich mal aus. Ah, verdammt. Die machen nämlich eine Sturmattacke, die Gegner. Die senken ihren Kopf und dann kommen die, wollen die dich umrammen. So, was haben wir denn hier? Hydra, geil. Habe ich die überhaupt mitgenommen jetzt, die Hydra? Muss ich nochmal gucken. Habe ich nicht. Schade. Okay, egal, Leute. Die werde ich erstmal nicht benutzen. So, was haben wir denn hier? Das sieht hier aus wie so ein Hotel oder so, ne? Ja, mit ganz vielen Zimmern. 01. Niemand da. Da können wir rein. Okay, na dann. Schauen wir mal, was hier ist. Das sieht ja ziemlich trostlos hier aus, ne? Hier ist gar nichts. Okay, hier ist ein Hotelzimmer, okay. Hier ist auch kein Gegner drin oder so, ne? Ne, ist kein Gegner drin. Gut. Was haben wir denn da? Ein alter Spiegel. Man sagt, dass alte Spiegel die wahre Gestalt zeigen. Okay, Leute. Das Bild eines frisch wirkenden Mannes. Doc Holliday, 1851 bis 1887. Der Gambler, der an der Seite von Earp gekämpft hat. Doc Holliday, okay. Ja, hier geht's um so Western-mäßig. Ein alter Fernseher, noch mit Drehreglern. Och, der geht nicht an, wohl defekt. Ja, sowas Altes hier, das ist ein kaputter Fernseher. Sowas Altes hier, das funktioniert selten. Ja, hier ist so ein bisschen so, so Western-mäßig. Finde ich ganz cool eigentlich. In der Garderobe ist nichts. Oben ist auch nichts. Aha, nichts Auffälliges. Also bei diesen Schränken sollte man zweimal gucken. Okay. Ah, ein Klo. Eine Kloschüssel. Na und? Ja, ist ja okay. Gut. Was haben wir hier? Eine Dusche, Freunde. Kannst du dich duschen? Ah ja. Ja, da werden wir auch noch später im Spiel. Ja, ich sag lieber nichts. Gut, hier in dem Raum war erstmal gar nichts. Sehr enttäuschend, Freunde. Ja. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal hier rein. Kommen wir hier rein? Motel Bronco. Okay. Hier ist niemand. Da können wir auch rein, okay? Oh, da sind aber Gegner, Leute. Da sind Gegner. So, dann... Ah, verdammt. Komm doch raus da. Hey. Was verstecken die sich da? So, und dann schieß. Genau, die kann nämlich 2 Gegner auf einmal treffen, die Pumpgun. Deswegen ist das... Deswegen finde ich dieser die ja so geil. Schaut mal. Ah, verdammt. So, schaut mal. Und beide kriegen Schaden. Oh. Und die Effekte, schaut mal. Wir haben den einfach den Oberkörper weggeballert. Hä? Achso. Ich dachte schon, hä? Na krass, Leute. Krass, krass, krass. So, 6 MP. Die MP könnten wir jetzt eigentlich mal benutzen für die Heilung, Freunde. Schaut mal, wie die Heilung aussieht. Oh, das war jetzt gerade ein bisschen ruckelig. Ruckelt die Heilung generell? Nö. Okay. Gut, Leute. Ein altes Porträt. Wyatt Earp, 1848 bis 1929. Der Sheriff, der am O.K. Carroll gekämpft hat. Ja, ja. Wyatt Earp. Okay. Das wird später noch wichtig, glaube ich, mit den Bildern. In der Garderobe ist nichts. Hier oben?
Ist was. Schaut mal, ist ein Gegengift. Sonst finde ich nichts. Okay, naja. Ja, in der Wüste werden wir sehr wahrscheinlich Gift brauchen. Also Gegengift. Ich schau mal gerade. Oh, das ist die Karte hier im Übrigen. Schaut mal. Ja, 1F Dryfield. Das wird was Längeres hier. Schaut mal. Das sieht doch größer aus. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier diesen Metabolismus... Nee, nee. Da brauche ich noch ein paar MPs. Ach, EXPs. Sorry. Gibt's hier irgendwas drin? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, geh mal wieder raus. So, Freunde. Checken wir mal die anderen Zimmer hier ab. 03. Scheint niemand da zu sein. Ja, dann geh rein. Ah. Abgesperrt, okay. Alles klar. Hier die 04 ist das, glaube ich. Ja, ich kann es nicht schließen. Sie ist abgesperrt. Okay. Alles klar. Hier können wir gleich rein. Und ich gehe aber erstmal noch hier in diese Stahltür. Hier unten gab es ja noch eine Tür, Leute. Genau, hier rein. Erkunden wir mal ein bisschen diese Gegend hier weiter. Die ist ja ziemlich verlassen, ne? So, da kann man hoch. Was haben wir denn hier? Motel Bronco. Wo ist der Inhaber? Abgesperrt. Ziemlich viele verschlossene Türen hier, Freunde. Erinnert mich ein bisschen an Dino Crisis. Ganz ehrlich. So. Hier ist die nächste. Was ist das denn? Hallo? Geht's dir gut? Na, lecker. Lecker, Freunde. Richtig lecker, ne? So, dann. Mach den kaputt hier. Na komm, dann. Dann mach jetzt hier mal so eine Pyrokinese. Und zack. Und zack. Das war's, Leute. Körper zerfetzt hier. Schaut euch das mal an da. Schaut euch das an. So, Leute. Dann muss ich mal sagen, Item erhalten. MP-Wasser, das nehme ich sehr gerne. Und hier haben wir... Hier steht etwas in Rot geschrieben. Ja, was denn? Ja, Freunde. Ein geheimes Rätsel hier. Das ist für einen Safe-Code, den es im zweiten Obergeschoss gibt und wo wir später erst dran kommen. Ich lese das jetzt erstmal vor. Löse das Rätsel. Wie viele Telefone sind in Dryfield? Gehe zum nächsten Ort. Dort, wo Maulwürfe hausen und rotes Blut sich sammelt. Irgendein Gekritzel. Genau, Leute, das erscheint nämlich nur einmal. Und ja, das ist unser erster Hinweis quasi auf dieses Rätsel. Allerdings, Leute, müssen wir hier... Es ist zu. Okay. Was haben wir hier? Behälter für Reinigungsmittel. Brauche ich wohl nicht. Ja, okay, dann brauchst du das halt nicht. Psst. Scheint niemand drin zu sein. So. Merkt euch, Sauberkeit scheint hier ein Fremdwort zu sein. Ekit, alter Schwede. Das ist echt eklig. Boah, es stinkt. Ja, ja, ich weiß. Das ist auch nicht appetitlich. Es stinkt. Ich will's nicht mehr sehen. Oh Mann. Ja gut, ich erlöse dich. Merken wir uns mal 4. Ein Klo für kleine Männer. 4 Pinkelbecken. Bestialisch. Ein Männerklo. Alles klar. Merken wir uns mal 4 Pinkelbecken, Freunde. 4 Pinkelbecken. Das wird später noch wichtig. Alles klar, sonst ist hier ja nichts. Diese Kommentare, die sind so geil, Leute. Wirklich. Alles klar. Würde ich mal sagen. Ah, stimmt, da hinten war ja noch eine Tür. Hier drin ist nämlich, glaube ich, auch noch was, oder? Eine Mülltonne. Da ist was drin. Shotgun-Money. Sehr schön.
Ja, wie gesagt, ich benutze die Shotgun sehr gerne hier. Drin ist nur Müll. Ja, okay. Gut, Leute. Gehen wir mal weiter hier. Ah, was haben wir denn hier? Ein defektes Motorrad. Okay. Kannst du damit nicht fahren, ja? Ein defektes Motorrad, okay. Ah ja, alles gut. Was ist das hier für ein Auto? Da ist doch kein Motorrad hier, ah ja. Ist doch ein Auto. Naja, aber meine Frau singt drüben wieder. Deshalb, ja. Salon Jean and Roy. Es ist noch geschlossen. Geschlossen. Macht er heute noch auf? Man weiß es nicht. Gut, Leute, sonst ist hier nichts, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da vorne nach oben. Na? Ja, genau. Hier die Treppen am besten. Genau. Alles klar. So, gibt es hier irgendwelche Gegner? Nee, hier kann ich nicht rüber. Okay. Alles klar. Was gibt es denn hier alles? Nichts. Okay, einfach mal so nichts. Na, super. Auf jeden Fall wieder weitere Zimmer. 05. Drin ist niemand. Abgesperrt. Super. Hier. Zimmer 06. Scheint niemand da zu sein. Abgesperrt. Sehr hilfreich, die Ecke hier, wirklich. Dann schauen wir mal, was hier ist. Lager. Niemand drin. Abgesperrt. Alles klar. Dann sind wir hier in der Sackgasse frei. Da müssen wir wieder zurück. Und zwar nach da unten. Da unten, genau rechts, da wo die... Ich muss gerade schmunzeln wegen meiner Frau. So süß. Naja, ich gehe mal hier runter und dessen trinke ich mal kurz ein kleines Schlückchen Kaffee. So, Leute. Genau, zurück hier. Los. Hier gibt's nichts mehr. So, Leute, wir sind in Dryfield angekommen, ja. Bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Menschen gesehen. Ich weiß nicht, wen wir hier verhören sollen. Keine Ahnung. So, was ist das hier eigentlich? Schaut mal. Eine Eistruhe. Mir ist zwar heiß, aber kein Bedarf. Eine Eistruhe. Die wird später noch wichtig. Weil, Freunde, in diesem Spiel, nochmal so eine kleine Zusatzinfo, in diesem Spiel gibt es zwei Endings. Und ein gutes Ende und ein Bad Ending, sage ich einfach mal so. Und ich würde gerne das gute Ende spielen. Und dafür werden, ich spoil, das kann ich ja sagen, dafür werden die Eisbrocken später noch wichtig. So, was haben wir denn hier? Schmaler Gang, okay. Alles klar. Da ist ein Brunnen. Oder was ist das? Ein alter Brunnen. Okay, und was? Oh Gottes Willen! Fledermäuse, Leute! Oh Gott, nein! Weg hier! Ach, die blöden Viecher hier. Kommen da auf einmal Fledermäuse raus, ey. Oh! Sechs Stück auf einmal. Das ist so geil mit der Pumpgun. Ey, lass mich los hier! Hallo, lasst ihr mich mal los! So, lauf mal weg. So. Und schneller. Und. Da kommt noch mehr raus, ne? Ja, da kommt noch mehr raus. Stimmt. Ah, verdammt. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Mistviecher. Und schneller und die kommen. So, da kommt noch mehr raus. Ah nein, Leute. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal hier einen Zauber. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal hier dieses Nekrosis. Dann seht ihr das auch mal. Das ist eigentlich ein Debuff, aber schaut mal. Das war doch geil. Das war der Debuff. Und Schlüsselanhänger? Was? Hä? Was? Schlüsselanhänger? Was ist das denn? Ach, ein Blitzlicht. Ah, Leute, genau, das ist das Item,
das Motten direkt tötet und die Gegner blendet, genau. Schlüsselanhänger, bitte was? Naja, egal, Leute. Ich würde mal sagen, in Anbetracht der Umstände, dass wir da nichts drin haben, würde ich sagen, packe ich mal das Blitzlicht mal hier unten rein. So, noch einmal bitte MP-Wasser. Und hier kann ich noch was reinpacken. Ja, okay, dann schaue ich mal, was ich hier... Ja, komm, für alle Fälle noch ein MP-Wasser. So. Ja, Leute, wie gesagt. Gut, was gibt's? Ich wollte doch in den Brunnen da reingucken jetzt, Mensch. Kommen auf einmal so Gegner raus. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Ach du Scheiße, Freunde. Ich höre einen jaulen, ja. Drinnen ist etwas. Heilige Scheiße. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das war krass. Ich will da nicht rein. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's nichts. Okay, gibt's hier irgendwas? Der Weg ist versperrt. Eine alte Kiste mit einer Plane. Unter der Plane? Medizin. Sehr schön, Leute. Eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Okay, hier gibt's nichts mehr. So, dann heil dich mal bitte. So, perfekt. Alles klar. Dann können wir mal weitergehen. Und zwar, ja, hier in die Tür mal rein. Schrotthandel Douglas. Betreten verboten. Es ist offen. Ja, gib einfach rein. Ich meine, hier ist eh keiner. Also, ein kleines Reißbrett. Voll mit Radiergummibrösel. Ein Reißbrett. Ja, sehr interessant, ich weiß. Ein Stahlregal. Maschinen, Öl und Bolzen in allen Größen. Kein Interesse. Ein Regal mit Bolzen. Ist das Benzin? Ein Plastikkanister. Da ist ja ein Loch drin. Ja, nee, ist nicht wahr. Da steht ein kaputter Plastikkanister einfach so rum. Da ist ja ein Loch drin. Das ist... Was war das denn? So. Was ist das denn hier? Control Panel. Untersuchen. Bedienungstafel. Up, down, turn. Okay. Drücken. Keine Reaktion. Ja, wir haben nämlich keinen Strom hier drin, Freunde. Ja, gehen wir mal wieder raus. Eine Öltonne. Drin ist Wasser. Wahrscheinlich Kühlwasser. Eine Öltonne mit Wasser. Ja, die fasst immer alles sehr schön zusammen hier. Was haben wir denn hier? Das ist ein Auto, ne? Oder was ist das? Ja, das ist ein Auto, schaut mal. Auf dem Lift steht ein unbereifter Wagen. Okay. Kann man hier rein? Komisch. Geht nicht auf. Aussichtslos. Okay. Gut. Was haben wir hier noch? Eine Luftpumpe. Nichts von Interesse. Die ist nicht sehr handwerksbegeistert, aber bin ich auch nicht. Ein Sortiment an Muttern und Unterlegscheiben. Ein Werkzeugkasten. Okay. So, gibt's hier noch irgendwas? So. Da hat sich was bewegt. Ah ja, Leute, meine Uhr ist gerade angegangen. Ob dort jemand ist? Oder... Das ist doch ein perfekter Moment, um die Folge zu beenden, Freunde. Ja, ich freue mich, dass ihr mal wieder dabei gewesen seid hier bei Parasite Eve 2. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen... Wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.